Der Virtual Boy. Das System ist eine wahrlich kuriose Konsole und hat sich nicht durchsetzen können. Das heißt jetzt aber nicht, dass dort nur schlechte Spiele zu finden sind. In dieser Reihe will ich mir die veröffentlichten Spiele mal anschauen und auf Herz und Nieren prüfen. Den Anfang macht dieses Bomberman Spin-Off. Was steckt dahinter? Was taugt Panic Bomber für den Virtual Boy heute noch? Das Spiel wurde von Razing entwickelt und natürlich vom Bomberman-Inhaber Hudson in Japan und Amerika 1995 veröffentlicht. Ursprünglich erschien das Spiel auf der PC Engine ein Jahr vorher und wurde auf so einige andere kuriose Plattformen portiert, wie zum Beispiel dem Neo Geo und diverse japanischen Heimcomputern. Die Story ist wie meistens nicht weit davon belang. Ihr landet auf einer Insel des ewigen Nebels und müsst euch dort durchkämpfen. Anders als ihr bei den Namen Bomberman vielleicht denkt, erwartet euch hier kein Labyrinth, sondern ein Puzzlespiel, wie es auf den ersten Blick so viele gibt. Aber keine Angst, Bomben gibt es hier auch, aber dazu später mehr. Fangen wir aber am Anfang an. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr euch erst einmal in Ruhe die Regeln durchlesen und dann sofort loslegen. Dann sucht ihr euch noch einen Schwierigkeitsgrad aus und das Aussehen der Puzzleblöcke. Letzteres hat jetzt aber keine spielerische Bedeutung und ist einfach Geschmackssache. Dann startet das eigentliche Spiel. Der Bildschirm ist in zwei Hälften aufgeteilt. Auf der linken Seite ist euer Spielfeld, auf der rechten Seite der des Computergegners. Je nach Level sind diese Gegner natürlich unterschiedlich stark und sehen anders aus. Dann fallen Blöcke von oben nach unten herab und dann weiß schon jeder, der jemals ein solches Puzzlespiel gespielt hat, was zu tun ist. Ihr müsst mindestens drei Blöcke mit demselben Aussehen miteinander kombinieren. Die verschwinden dann, der Gegner auf der anderen Seite bekommt als Bestrafung nicht kombinierbare Blöcke zugeschoben und so weiter. Die Blöcke könnt ihr dabei waagerecht, horizontal oder schräg kombinieren und die Schwerkraft hatte auch eine Auswirkung. Blöcke, die frei in der Luft schweben, rutschen dann nach unten. Wo kommen jetzt aber die Bomben ins Spiel? Statt den normalen Blöcken kommen auch ab und zu mal Bomben und noch wichtiger, brennende Bomben. Bomben könnt ihr einfach wie Blöcke einfügen und mit den brennenden Bomben könnt ihr diese dann zünden und zu verheerenden Kettenreaktionen hervorrufen. Die sammeln dann glücklicherweise auch die eigentlich nicht zerstörbaren Blöcke weg. Je länger ihr spielt, desto größer können also die Explosionen werden. Im Prinzip wird hier also das bekannte Prinzip mit etwas Bomben geliefert und das ist eigentlich nichts revolutionär Neues. Aber die gesamte Aufmachung ist einfach sehr schön geworden. Die verschiedenen Gegner versprühen durchaus Charme, eine Runde schnell erledigt und man kommt schnell in diesen eine Runde noch Modus. Das Spiel bietet hier zwar keine Speicherfunktion, aber immerhin eine Passwortfunktion. Die Grafik ist super, der 3D-Effekt hält sich etwas zurück, ist aber passend. Klar, bei dem Spiel hätte man das jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber hey! Es ist der Virtual Boy. Auch die allgemeine Gestaltung der Gegner, Blöcke und so weiter ist sehr liebevoll umgesetzt. Der Sound ist ebenso spitze, die Musik und die Soundeffekte untermalen das Spiel in perfekter Weise. Was taugt Panic Bomber für den Virtual Boy also heute noch? Ich bin echt begeistert von dem Spiel. Eigentlich ist das hier nicht unbedingt mein Genre, aber das Spiel hat es geschafft, mich dort einfach reinzusaugen und so schnell nicht mehr rauszulassen. Den 3D-Effekt hätte es natürlich nicht unbedingt gebraucht, aber hier ein netter Bonus. Für mich ein Must-Have in jeder Virtual Boy-Sammlung. Das war der Test zu Panic Bomber für den Virtual Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.